Ein besonders kurioses Objekt der Porzellansammlung ist die sogenannte Vogelbauervase, die eben einen Vasenkörper mit einem Vogelkäfig verbindet. Aber nicht nur das, sie verbindet auch zwei unterschiedliche Materialien, für die die japanische Kunst besonders berühmt war, nämlich Porzellan und Lack. Der Vasenkörper und die Elefantenkopfhenkel sind aus Porzellan und auch der Vogel, der im Käfig sitzt. Aber der Felsen, auf den er aufgesteckt ist, ist aus Pappmaché, der überlackiert wurde. Und auch die Malerei dahinter, innerhalb des Käfigs, ist Lackmalerei. Und diese Kombination wurde in Japan ganz speziell für den Export nach Europa eingeführt. Japan stand da in großer Konkurrenz zu dem übermächtigen Handelskonkurrenten China und versuchte nochmal alles in einen Topf zu werfen und zu einem wirklich prächtigen Dekor zu kommen, der ganz dem europäischen barocken Geschmack der Zeit entsprach, und traf bei August dem Starken voll ins Schwarze. Die Porzellansammlung besitzt noch über 60 solcher japanischer Lackvasen, die aber bis auf die eine alle im Depot stehen, denn schon im 18. Jahrhundert begann sich das organische Material Lack von dem keramischen Untergrund zu lösen, sodass unsere Schätze heute auf eine große Restaurierungsmaßnahme warten.